Smarte Saugroboter werden zwar immer besser, aber natürlich gibt es trotzdem Bereiche, wo sie nicht so gut geeignet sind, wie zum Beispiel im Auto. Sie können nicht an Decken saugen oder auch nicht in bestimmte Zwischenräume kommen. Und da kann eben ein Akkustaubsauger die Lösung sein. Aus diesem Grund möchte ich euch gerne heute den Dreamy XR vorstellen, einen Akkustaubsauger, der für einen relativ günstigen Preis wirklich einiges zu bieten hat. Wenn euch Videos zu smarten Gadgets interessieren sollten, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr jetzt kostenlos ein Abo da lasst. Und wir schauen uns jetzt den Dreamy XR direkt nach dem Intro einmal etwas genauer an. Ich wünsche euch viel Spaß. Sprechen wir zuerst aber nochmal ganz kurz über den Preis und die Lieferung, da es sich hier eben um ein Fernostprodukt handelt. Und zwar kostet der Dreamy XR regulär $350. Es gibt aber aktuell mehrere verschiedene Rabattaktionen und auch einen Gutscheincode und dafür bekommt ihr ihn dann insgesamt für $220. Und das Schöne ist, dass der Dreamy XR auch innerhalb Europas versendet wird. Das heißt, ihr könnt Spanien oder auch Polen auswählen als Lieferstandort und dann müsst ihr auch keine Zoll- oder Einfuhrgebühren bezahlen. Werfen wir nun aber direkt einen Blick auf den Lieferumfang und hier ist natürlich zuallererst einmal der Saugkopf mit dabei, inklusive der Staubkammer und einem fest verbauten Akku. Dann haben wir eine Wandhalterung mit passendem Schrauben und auch einem Netzteil, wo dann der Akkustaubsauger immer hineingesteckt werden kann und dann automatisch geladen wird. Außerdem haben wir ein Saugrohr und auch einen Flexschlauch zur Verlängerung. An Bürsten und Aufsätzen ist auf jeden Fall einiges mit im Lieferumfang mit dabei für alle möglichen Eventualitäten, wie zum Beispiel eine weiche Bürstenrolle für Hartböden, dann haben wir eine Teppichrolle, wir haben eine Milbenbürste, eine Spaltdüse und eine Bürstendüse. Das heißt, es ist im Endeffekt für alles etwas dabei, um zum Beispiel im Auto zu saugen, um auf dem Sofa zu saugen, um eben das Bett abzusaugen oder eben auch zum Beispiel mit der Verlängerung mal unter das Bett oder unter das Sofa zu kommen. Bevor wir uns den Dreamy XR jetzt aber einmal in Aktion anschauen, sprechen wir noch einmal über ein paar Eckdaten. Zuallererst haben wir hier 22.000 Pascal Saugkraft, einen 450 Watt Motor. Die Lautstärke variiert zwischen 63 bis 70 Dezibel, je nach Saugstufe. Davon haben wir insgesamt 3 Stück, die wir wählen können. Außerdem haben wir einen 2500 mAh stundengroßen Akku und dieser ist je nach Saugkraft, die man einstellt, zwischen 10 bis 60 Minuten lang einsatzbereit. Das heißt, wenn ihr im schnell bzw. stärksten Modus saugt, dann könnt ihr das Ganze 10 Minuten lang verwenden und in der dritten Stufe sozusagen, in der leichtesten, könnt ihr 60 Minuten am Stück damit saugen. Aufladen könnt ihr den Dreamy XR entweder direkt am Saugkopf oder so wie ich das jetzt hier gemacht habe über die Ladestation, wo ihr den eben ganz einfach hineinhängen könnt und dann ist er auch in 3,5 Stunden wieder vollgeladen. Direkt am Saugkopf befindet sich eine 0,5 Liter große Staubkammer, die man ganz einfach öffnen kann und dann eben über den Mülleimer zum Beispiel entleeren kann. Und besonders schön ist übrigens noch, dass über 99% der Milben und sonstigen Bakterien, die ihr eben mit aufsaugt, durch ein Filtersystem direkt rausgefiltert werden. Ich persönlich finde auf jeden Fall, dass der Dreamy XR wirklich sehr modern und schick wirkt, gerade dadurch, dass wir sehr viel Weiß hier verwendet haben und wir haben eben auch so dunkelkupferne und rote Akzente, was mir ebenfalls sehr gut gefällt. Natürlich erinnert das Design sehr stark an einen namhaften Marktführer, den ihr mit Sicherheit alle kennt. Also im Endeffekt ist es ein sehr ähnliches Design wie bei Dyson, aber auch die Verarbeitung ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Wir haben hier zwar hauptsächlich Kunststoff verbaut, dadurch ist er aber auch sehr schön leicht und kann eben sehr gut auch mal mit nach draußen genommen werden, um das Auto auszusaugen oder eben auch mal um die Decke zu saugen. Das heißt, das hat auf jeden Fall auch Vorteile. Wo wir gerade schon die Vorteile ansprechen, bleiben wir da doch direkt. Und zwar haben wir zuallererst eine wirklich sehr hohe Saugkraft. Das heißt, egal ob ihr irgendwie Hundehaare wegsaugen möchtet oder Erde, Dreck oder Blätter, was auch immer. Ich habe damit zum Beispiel meinen Balkon einmal abgesaugt oder auch im Auto, wenn ihr irgendwelche Bezüge oder ein Sofa absaugen möchtet, dann funktioniert das hiermit wirklich sehr gut. Also die Saugkraft ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Ich persönlich finde es wirklich sehr cool, dass man eben so eine Wandhalterung hat, wo der Staubsauger dann geladen wird. Und vor allem hat er da eben einen festen Platz. Man weiß immer, wo er ist. Und gerade bei normalen Staubsaugern hat man es ja irgendwie, dass die immer irgendwo verteilt rumliegen, mal in dem Raum, mal in dem Raum. Und so hat man eben einen festen Standort und da wird er auch immer wieder hingehängt und ist daher auf jeden Fall auch sehr clean, zum Beispiel hinter der Tür versteckt. Ihr habt kein nerviges Kabel, was bei herkömmlichen Staubsaugern irgendwie immer hinterhergezogen werden muss und dann muss man vielleicht, wenn man den Raum wechselt, wieder das Kabel neu in eine andere Steckdose hineinstecken oder so. Das habt ihr hier dadurch komplett nicht. Das heißt, ihr seid da sehr flexibel. Wie gesagt, könnt ihr noch ganz einfach mit nach draußen nehmen. Und ich finde es sehr schön, dass das Wechseln zwischen den verschiedenen Aufsätzen und Bürsten super einfach mit einem einfachen Klicksystem funktioniert.
Trotzdem gibt es aber auch den ein oder anderen Nachteil, die jetzt nicht sonderlich groß stören, aber trotzdem angesprochen werden sollten. Und zwar zuallererst habt ihr ja diesen roten Knopf, womit ihr eben den Staubsauger sozusagen startet. Der muss aber durchgehend gedrückt werden, wenn ihr eben saugen wollt. Und das kann natürlich in vielen Punkten überhaupt nicht stören. Gerade wenn man irgendwie mal immer wieder absetzt und dann wieder neu ansetzt, dann kann man eben einmal loslassen. Wenn man jetzt über eine längere Fläche, wo man auch nichts wegstellen muss, durchgehend saugen möchte, dann muss man eben durchgehend auch diesen Knopf gedrückt halten. Außerdem kann der Dreamy XR leider nicht alleine stehen. Das wäre noch ganz cool, wenn er einfach so hingestellt werden könnte, wenn man zum Beispiel etwas im Weg hat, was man dann eben schnell zur Seite stellen möchte. Aktuell muss man ihn entweder irgendwo gegenlehnen oder auf den Boden legen. Ist auch nicht sonderlich schlimm, aber es wäre natürlich cooler, wenn er irgendwie von alleine stehen könnte. Und natürlich könnt ihr sehr gut Teppiche mit dem Dreamy XR saugen, aber wenn ihr wirklich so ganz lange, Langhaar-Teppiche habt, dann wird er sich da irgendwie immer so ein bisschen verheddern, beziehungsweise hat einfach nicht genügend Saugkraft, um diese vernünftig zu reinigen. Das ist jetzt aber nicht nur beim Dreamy XR so, sondern grundsätzlich bei Akku-Staubsaugern. Die haben da einfach dann doch nicht so viel Power, weil natürlich eine Steckdose viel mehr Power bieten kann über Kabel als ein Akku, zumindest aktuell. Daher, wenn ihr wirklich sehr, sehr lange Langhaar-Teppiche habt, dann werdet ihr den nicht komplett damit sauber bekommen. Ich finde aber trotzdem, ihr macht auf jeden Fall für den aktuellen Preis von $220 absolut nichts falsch. Gerade im Vergleich zum Preis vom Marktführer bekommt ihr eigentlich genau das gleiche geboten für einen viel geringeren Preis. Er ist sehr flexibel, das heißt, ihr könnt mal die Terrasse, den Balkon oder das Auto damit aussaugen oder man kann auch irgendwie mal die Decke damit absaugen, da er auch nicht allzu schwer ist. Und es ist eben auch von der Verarbeitung wirklich sehr gut. Die Wandhalterung ist sehr praktisch. Daher bin ich insgesamt mit diesem Produkt auf jeden Fall wirklich sehr zufrieden. Solltet ihr also aktuell auf der Suche nach einem Akkustaubsauger sein, dann denke ich, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch und bekommt mit $220 einen sehr guten Deal. Schaut also gerne mal dafür unten in die Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video und dieser Überblick zum Dreamy XR gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne dürft ihr mir eure Erfahrungen vielleicht sogar mit Akkustaubsaugern mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch jetzt gerne kostenlos ein Abo da und wir sehen uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.